Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch mal meine Top 5 Dinosaurier-Spiele vorstellen möchte, die dieses Jahr noch erscheinen sollen und auf die ich mich am meisten freue. Auf Platz 5 meiner Liste haben wir das Spiel Reptiles in Hand. Das Spiel soll im zweiten Quartal 2020 erscheinen, das heißt, es sollte spätestens bis Ende Juni für uns verfügbar sein. Reptiles in Hand gibt einem die Möglichkeit, sich gefährlichen Dinosauriern zu stellen in einer Welt, die gefallen ist. Das Spiel ist eine Mischung aus Überleben und Action. Jagen, erforschen, Ressourcen suchen und beschaffen, neue Waffen bauen und natürlich die Auseinandersetzung mit riesigen, gefährlichen Reptilien, die die menschliche Zivilisation zerstört haben, stehen dabei im Vordergrund. Es ist ein Open-World-Survival-Game, bei dem man sich zum Überleben am besten einen Unterschlupf baut, jagen geht, um sich Nahrung zu beschaffen und nach die Welt zurückerobert, welche durch die riesigen Dinosaurier und anderen Kreaturen eingenommen wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch diese menschlich-reptilienartigen Kreaturen nicht so feiern, geht mir genauso, aber immerhin haben wir einige Dinosaurier im Spiel, unter anderem einen riesigen Spinosaurus. Ich denke, das Spiel ist auf jeden Fall einen kleinen Einblick wert und deshalb habe ich es bei mir auf Platz 5 gepackt. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Dinosaur Fossil Hunter. Dieses Spiel ist ein Simulationsspiel, bei dem man einen Paläontologen spielt und viele unbekannte Gebiete erkundet, auf der Suche nach versteinerten Überresten von Dinosauriern. Das Ziel des Spiels ist es, Fossilien aufzuspüren, auszugraben und die Funde dann in Sicherheit zu bringen. Zum Suchen und Bergen der Fossilien stehen einem viele verschiedene Werkzeuge und andere Hilfsmittel zur Verfügung, unter anderem ein Auto, um schneller von A nach B zu gelangen, Schaufeln, Spitzhacken und sogar Dynamit, um harte Felsen wegzusprengen. Wenn man es dann geschafft hat, die Fossilien zu bergen, muss man diese möglichst vorsichtig in seine Werkstatt transportieren. Dabei kann natürlich einem auch das ein oder andere Missgeschick passieren, da natürlich die Wege und Straßen so Offroad immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit sich bringen und ja, man muss halt aufpassen, dass die Fossilien nicht beschädigt werden oder sogar komplett zerstört werden. Falls man es dann sicher zu seiner Werkstatt geschafft haben sollte, kann man dort die Fossilien genauestens analysieren und aufbereiten. Nachdem man damit fertig ist, verstaut man die Fossilien natürlich nicht in einer Kiste in irgendeiner Ecke, sondern man kann sie in seinem eigenen Museum ausstellen und dann auch die fertigen, zusammengebauten Skelette in ihrer vollen Pracht und Größe bewundern. Auf Platz Nummer 3 ist bei mir Path of Titans. Path of Titans ist ein Multiplayer-Dinosaurier-Survival-Spiel, das heißt, man schlüpft in die Rolle eines bestimmten Dinosauriers und versucht zu überleben. Dabei kann man mit bis zu 200 Leuten gleichzeitig auf einem Server spielen und sich mit diesen verbünden oder bekämpfen. Außerdem wird es ein reich gedecktes Ökosystem voll mit künstlicher Intelligenz geben. Fressen oder gefressen werden ist hier die Devise. Es wird zum Start des Spiels 18 spielbare Dinosaurier geben, unter anderem den Allosaurus, den Suchomimus, den Concavenator, den Spinosaurus, den Stegosaurus, den Triceratops und noch einige weitere. Diese kann man individuell gestalten, mit verschiedenen Skins, Farben und es gibt sogar Speziesvariationen, welche den gesamten Dinosaurier von der Form leicht verändern. Auf der Karte gibt es viele interessante Orte zu entdecken
und man kann Quests machen, um neue Errungenschaften freizuschalten, wie zum Beispiel Skins und neue Fähigkeiten. Für einige Quests muss man sich in einem Rudel oder Pack mit anderen Spielern zusammentun, um diese erfolgreich abzuschließen, weil das alleine relativ schwer bis fast unmöglich sein soll. Das Spiel wird auf PC, der PlayStation, der Xbox und dem Handy erscheinen. Der Pre-Release-Termin für das Spiel ist der späte September 2020. Das heißt, ab dann können wir eine Vorabversion spielen und auch sogar schon auf Multiplayer-Servern gemeinsam Abenteuer erleben. Für mich ist Path of Titans ein wirklich tolles Spiel mit einer tollen Atmosphäre und einer tollen Grafik. Sieht echt toll aus, das Spiel. Ich bin sehr auf das Gameplay gespannt und freue mich super auf das Spiel. Und deshalb ist es bei mir auf Platz 3. Mein persönlicher Platz 2 ist Prehistoric Kingdom. Mit Prehistoric Kingdom bekommen wir neben Jurassic World Evolution endlich mal wieder ein neues Parkmanagement-Spiel mit Dinosauriern und anderen prähistorischen Kreaturen. In dem Spiel schlüpft man in die Rolle des Parkmanagers und kann seine eigenen Gehege, Gästeanlagen und Mitarbeitereinrichtungen selber gestalten, prähistorische Lebewesen ausbrüten und natürlich für das Wohlbefinden und die Sicherheit seiner Besucher sorgen. Insgesamt wird das Spiel 50 prähistorische Lebewesen beinhalten, zum Beispiel das Wollhammermammut oder der Tyrannosaurus Rex. Man kann zwischen vielen verschiedenen Skins wählen, die Gene manipulieren, um zum Beispiel Albinos zu bekommen, oder seinen Tieren einfach beim Wachsen zusehen, da diese einen vollständigen Lebenszyklus durchlaufen und nahtlos vom kleinen Baby zu einem vollständig erwachsenen Tier heranwachsen. Um seinen Park so zu gestalten, wie man das möchte, stellt das Spiel einen über 100 platzierbare Objekte zur Verfügung. Außerdem hat man viele intuitive Tools, um Wege, Gelände und andere Sachen individuell anzupassen. Und aufgrund des baukastenartigen Bausystems kann man wirklich seine eigenen Gebäude so erstellen, wie man es gerne hätte. Und man kann, ähnlich wie bei Planet Zoo, die Sachen auch in der Größe verändern, von der Ausrichtung, von der Drehung. Also man hat da wirklich richtig viele Möglichkeiten zur Gestaltung. Es gibt 32 verschiedene Bodentexturen, 64 Pflanzen und 8 verschiedene Inseln. Der Parkmanagement-Aspekt soll in dem Spiel auch nicht zu kurz kommen. Man schaltet weitere Tiere durch Fossiliensuche frei, man kann neue Gebäude und Funktionen durch Forschung mit Wissenschaftspunkten freischalten, man muss sich um die Strom- und Wasserversorgung kümmern, natürlich muss man auch ein Auge auf die Gästebedürfnisse haben. Und es soll auch Umweltkatastrophen wie Hurricanes oder Schneestürme geben. Zudem muss man auch noch ein Auge auf seine Tiere haben. Diese haben auch bestimmte Anforderungen und Bedürfnisse, wie zum Beispiel Bepflanzung, Terrain und Wasserdichte. Tierkrankheiten können auch zu Problemen führen und man muss dementsprechend ein Heilmittel erforschen. Außerdem können Tiere aus Gehegen ausbrechen und stellen dann eine Gefahr für die Besucher dar. Also, ihr seht schon, Prehistoric Kingdom wird auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Spiel mit vielen Möglichkeiten zur Parkgestaltung und einem sehr herausfordernden Management-Aspekt. Ich freue mich sehr auf das Spiel und wir haben ja auch schon mal die Demo gespielt. Das Video dazu ist auch in der Videobeschreibung unten verlinkt, aber bedenkt, dass die Demo schon sehr alt ist und das Spiel mittlerweile schon viel weiter vorangeschritten ist. In Steam steht, dass das Spiel bald erscheinen soll. Aber was genaueres konnte ich leider nicht herausfinden. Aber ich denke, wir können definitiv dieses Jahr mit Prehistoric Kingdom rechnen. Und das Dinosaurierspiel, auf das ich mich am meisten freue dieses Jahr, das ist The Isle. The Isle ist ja kein gänzlich neues Spiel für uns. Wir haben ja in dem Spiel schon viele Stunden gemeinsam gespielt und auch sehr viel Spaß gehabt. Allerdings hatten die Entwickler eine sehr mutige und meiner Meinung nach auch richtige Entscheidung getroffen, denn sie haben sich rangesetzt und das Spiel nochmal von Grund auf neu entwickelt mit vielen, vielen neuen Funktionen und auch Inhalten. Das Spielprinzip ist eigentlich identisch oder sehr ähnlich zu dem von Path of Titans,
Man kommt als kleiner Baby-Dino oder Jugendlicher zur Welt und versucht dann zu überleben, zu fressen, zu trinken, nicht gefressen zu werden und dann heranzuwachsen und dann hoffentlich auch auf der Nahrungskette so ein bisschen emporzusteigen. Und ja, das ist eigentlich so das Ziel des Spiels. Man kann sich dann natürlich auch in Herden verbünden, um stärker zu sein und nicht so ein leichtes Ziel zu sein und. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, aber das Hauptziel ist eigentlich Überleben. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den neuen Inhalten, die durch den Recode in das Spiel hinzugefügt werden. Die Inseln und Biome wurden überarbeitet, neu gestaltet und entwickelt. Es gibt neue Küstengebiete und Landschaften mit paradiesischen Sandstränden, einem sehr atmosphärischen Meer mit realistischen Wasser- und Welleneffekten und natürlich den passenden Sounds, die auch zur Atmosphäre beitragen. Neue Bepflanzung und interessante Klippen und Höhlen dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Außerdem kommen neue und überarbeitete Graslandschaften mit neuen Pflanzen und Funktionen in das Spiel. Unter anderem bekommen Pflanzenfresser die Möglichkeit, durch das Fressen von Gras ein klein bisschen Nahrung zu sich zu nehmen. Ein überarbeitetes Dschungelbiom darf dann natürlich auch nicht fehlen. Und einige Räuber, wie zum Beispiel der Suchomimus, bekommen die Funktion oder Möglichkeit, Fische zu fangen, um zu überleben. Mit dem Recode kommen natürlich auch einige neue Urzeitkreaturen in das Spiel. Unter anderem der Deinosuchus, das ist ein riesengroßes Krokodil. Das lebt dann wahrscheinlich viel im Wasser und so, da bin ich sehr gespannt auf das Gameplay. Und natürlich werden auch einige Dinosaurier, die schon im Spiel vorhanden sind, komplett überarbeitet, wie zum Beispiel der Stegosaurus oder der Spinosaurus und. Also es werden wirklich viele Änderungen gemacht. Es ist quasi wie ein neues Spiel. Deshalb ist es hier auch in meiner Liste. Aber das war noch nicht alles. Es gibt auch ein neues, nahtloses Wachstumssystem. Das heißt, vom Jungtier zum vollständig ausgewachsenen Erwachsenen geht es dann stufenlos. Das war vorher immer so schrittweise, hat man das auch gesehen, wenn man gewachsen ist. Das ist jetzt alles stufenlos, also richtig ein schöner, nahtloser Übergang, ohne dass man sieht, dass man wächst, sondern dass so ein schleichender Prozess ist. So soll es ja auch sein. Außerdem wird es optische Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein geben. Und der Compsognathus kommt auch in das Spiel und dieser hat sogar noch eine zusätzliche Funktion, denn der dient als natürliche Reinigungskraft von Kadavern. Vorher sind die nämlich einfach nach einer Zeit irgendwann despawned und jetzt haben die Entwickler sich gedacht, machen wir doch eine schönere Variante, kommen kleine Kompis und picken so die Reste auf. Finde ich eine sehr elegante Lösung. Kommen wir aber jetzt mal zum Erscheinungstermin von dem neuen The Isle oder dem Recode von The Isle. Da habe ich leider im Internet jetzt so nichts gefunden, aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass das dieses Jahr noch erscheinen wird. Falls ihr zu dem Recode von The Isle mehr Infos haben solltet, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe halt jetzt nur so eine kleine, grobe Zusammenfassung gemacht. Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele Infos. Gerne damit in die Kommentare. Und ja, The Isle ist auf jeden Fall das Spiel, auf das ich mich 2020 am meisten freue. Schreibt ihr jetzt am besten mal in die Kommentare, auf welches Dinosaurier-Spiel ihr euch am meisten 2020 freut. Und falls euch dieses Video gut informiert und gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.